hochgelobt und angebetet sei das allerheiligste Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Vor wenigen Wochen durften wir an seinem Grab beten in der Kölner Minoritenkirche. Heute feiert die Kirche sein Fest, nämlich des seligen Duns Scotus, dieses großen Franziskaner-Theologen, der im 12. Jahrhundert gelebt hat. Und dieser Duns Scotus, der hat sich so besonders eingesetzt für die Gottesmutter, für ihre unbefleckte Empfängnis. Natürlich brauchte es dann noch einen Ludwig Maria Grignion von Montfort, der später dann einmal gesagt hat, ja, die Heiligen der neuen Zeit, die werden ganz anders über die Gottesmutter schreiben. Und das hat es dann natürlich auch gegeben. Man denke jetzt beispielsweise nur an Maximilian Kolbe oder an Johannes Paul II. Aber Duns Scotus hat in dieser Frage oder in dieser Beziehung oder in dieser Sicht auf die Gottesmutter sicherlich einen Anfang gelegt. Einen Anfang gelegt und eben, es brauchte die Zeit, es brauchte auch eben dieses, als die Zeit erfüllt war, dass man das viel besser verstehen konnte, was es auch zum Beispiel heißt, die Weihe an die Gottesmutter zu beten. Oder mit Maria, in Maria, für Maria, durch Maria. Das, was Grignion gesagt hat, alles für Maria zu tun. Und so können wir diesen seligen Duns Scotus, diesen Schotten, er kam ja aus Schottland, Scotus, können wir diesen seligen Duns Scotus heute so bitten, dass er uns hilft, die Gottesmutter noch viel mehr in ihrer Berufung zu erkennen. Dass sie nicht irgendwie so ein Sahnehäubchen ist, das man irgendwie noch so draufsetzt und dass man halt einfach auch noch so hat und so ein rührseliges Muttergotteslied singt am Ende der Messe, sondern dass ihre Berufung viel, 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 viel größer ist als nur sozusagen ein Sahnehäubchen auf der Torte drauf. Ihre Berufung ist viel größer. Und das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Sie hat sich nie irgendwo in die Mitte gestellt. Sie hat nie so gesagt, ja, hier bin ich jetzt oder so, sondern es war immer Gott, der sie dorthin gestellt hat, wo sie, darf man vielleicht so sagen, wieder zurückgebracht werden soll. Nämlich zu Christus, zu ihrem göttlichen Sohn. Und nicht irgendwo in eine Seitenkapelle nach hinten, wo jeder an ihr vorbeiläuft, sondern eben zu Christus, ihrem Sohn. Alles für Maria, mit Maria, in Maria, durch Maria. Alles für sie. Das hat Grignion verstanden und das, so sagte er dann, haben die Heiligen der ganzen Zeit dann hinauf immer besser, besser verstanden. So dass der heilige Bonaventura sagen konnte, alle Heiligen hatten eine ganz besondere Beziehung zur Gottesmutter. Gehören wir auch dazu oder immer mehr? Bitten wir Gott jetzt um seinen Segen. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, das alle Erquickung in sich birgt. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen.